Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Back am Start. Nach dem netten und allenfalls profitablen Wins-Abstecher bin ich heute mal wieder in einem anderen Casino gelandet. Eigentlich bin ich nicht gerade der größte Fan dieser Casino-Pilgerei, da mir BC Game vor ein paar Wochen aber eine permanente 25% Rakeback aktiviert hat und das eigentlich mehr oder minder das Fünffache vom Stake Casino ist, macht es eigentlich nur Sinn hier zu spielen, speziell nachdem mir Eddie oder eben Stake meinen zweiten Diamant-Account gesperrt hat. Ich weiß, das kann man vielleicht gar nicht so direkt nachvollziehen, aber ich finde es einfach übertrieben frech. Ich habe auf meinen zweiten Diamant-Account locker 650.000 Euro verloren und der wurde aus heiterem Himmel einfach gesperrt. Da hält sich meine Motivation, Stake zu finanzieren, eigentlich in Grenzen und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Finanziert ist das Video trotzdem nicht, mir wurde lediglich eine erhöhte Rakeback angeboten, wobei das nicht mit meinem Kanal, sondern mit meinen Einsätzen zusammenhängt. Dieses Casino wirbt damit einfach Highroller diverser anderer Casinos ab, ich meine, der Hintergrund ist eigentlich ersichtlich und 25% Rakeback waren augenscheinlich ein guter Köder, sonst wäre ich heute nicht hier gelandet. Für die hat sich's also auf jeden Fall gelohnt, hoffentlich lohnt sich der Abstecher für mich auch, ich probiere mich heute nämlich an einer All-In-Challenge in Santa's Great Gifts. Das ist eine Neupublikation aus dem Hause Pragmatic, welche eigentlich ganz nett gestaltet ist. Der theoretische Maximalbonus beläuft sich hier auf 40.000 Euro, den kann ich mir mit einem 5.000 Euro Guthaben natürlich nicht kaufen. Mit viel Optimismus nähern wir uns zu Ende, aber den angepriesenen Feature. Ob das dann tatsächlich möglich ist oder nicht, zeigen natürlich die vorherigen Features. Ich starte, wie bereits erläutert, mit einem 4.000 Euro Bonus, wobei ich mir tatsächlich den teuersten Bonus kaufe, da ist die Chance auf einen guten Return einfach am besten. Alles andere wäre also eigentlich recht sinnlos. Also ist es zu Start mal ein 4.000 Euro Feature. Drückt mir die Daumen, ich bräuchte ja nur einen guten Drop. Im besten Fall bekäme ich 6 Getter, 4 sind eigentlich das Minimum. Da ich anhand jener 4 Scatter halt nur 10 Spins bekomme, 5 Scatter wären 15 Spins und 6 Scatter wären 20 Spins und ein 50% Tumble. Sonst bräuchte ich hier halt ein paar Multidrops, jetzt wäre der erste eigentlich ganz gern gesehen und 100x passt. Ich starte solide, eigentlich sogar sehr gut, das ist ein direkter 10.000 Euro Hit und ein richtig guter Start. Vielleicht geht eine dieser All-In-Challenges ja auch mal auf, ich meine, normalerweise ziehen die mir eigentlich nur das Geld aus der Tasche, wobei das insgesamt für die Slots eigentlich richtig wäre. Diesmal läuft es aber mindestens im ersten Bonus ganz okay. Wenn jetzt ein zweiter Multi kommt, passt es, 50x ist solide. Die Zuckerstangen wären noch ganz gut gewesen, trotzdem ist es mal für Pragmatic wirklich ein guter Auftakt. Und das wundert mich speziell, da es halt einfach Pragmatic ist und die mir normalerweise das Geld eigentlich von vorn bis hinten aus der Tasche ziehen. Hoffentlich ist es heute mal anders, ich meine ein Multi wäre jetzt gern gesehen, kommt sogar, das sind nochmal 1500 Euro aus 4000 Euro, werden in kurzer Zeit, also naja 13.000 Euro und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Bräuchte jetzt nur Blues oder einen Multi oder nichts und der letzte Spin ist leider auch ein Dead Spin, trotzdem ist es ein richtig guter Start, ich meine ich verdreifach weil mein Guthaben kann mir jetzt direkt ein 12.000 Euro Feature kaufen und das werde ich natürlich auch tun. Traumhaft wäre es natürlich, wenn ich mir zu Ende einen Max-Bonus leisten könnte. Ausgehen wird sich das wahrscheinlich nicht, meine Daumen halte ich trotzdem gedrückt. Es sind wieder nur 4 Scatter, das ist nicht gerade das Höchste. Mit einem weiteren 500x-Bonus könnte ich aber richtig gut leben, also drückt mir bitte die Daumen, gib mir Greens oder Reds, jetzt Reds und ein Multi, Multi bitte, 100x, oder gar nichts. Ich hab's irgendwie im Blut, dass mir der Bonus wieder alles abnimmt, hoffentlich liege ich falsch, aber so wie ich Pragmatic kenne, ist es wahrscheinlich so. Wobei das ein guter Tumble ist, das sind mal mindestens 5000 Euro, ein extra Multi kommt nicht, trotzdem ist es okay. Wir sind einsatzmäßig mal wieder im Plus, wobei der Bonus natürlich ein Desaster ist. Ich meine, ich habe viel auf den Tisch gelegt, bekomme jetzt vielleicht Blues, wäre zu viel, ist aber nicht mal so mies. Bekomme
einen signifikanten Anteil zurück. Bräuchte jetzt nur Pings oder die Zuckerstangen. Jetzt ein Multi, komm. Bitte ein Multi, Zuckerstangen, Multi. Bitte eine Multi, komm, 50x aufwärts. Oder nicht? Schade, das wird ein Minus-Feature, oder? Geschweige denn, ich bekomme jetzt einen Multi. Das wäre stark, komm. Nee, das wäre auch zu viel des Guten. Ist ein Minus-Bonus. Zwar vielleicht zu erwarten, ist jetzt aber auch nicht katastrophal. Ich meine, ich verliere zwar 5000 Euro, bin im Gesamten aber doch noch ein bisschen im Plus. Und das ist ja ganz akzeptabel. Diesmal kaufe ich mir mal keinen Top-Bonus, sondern den Second-Top-Bonus. Oder auch nicht. Komm, mein Top-Bonus geht schon. 9000 Euro sind eine Menge Geld. Ich bekomme diesmal 6 Getter. Das sind 20 Spins, also wesentlich besser. Und einen netten Tumble. Das ist zwar nur der reguläre Base-Bet-Tumble. Das heißt, ich bekomme jetzt halt 1800 Euro zurück, da das reguläre Feature 1800 Euro kosten würde. 20 Spins sind normalerweise aber ein richtig gutes Omen. Also drückt mir die Daumen, gibt mir jetzt nicht 20 Dead Spins. Ich meine, ich bräuchte nur einen guten Tumble und einen netten 100er Multi. Jetzt wäre es auch schon okay. Oder nicht? Gutes Cluster. Reds vielleicht. Stark. Jetzt ein Extra-Hit. Oder nicht? Sind trotzdem 1000 Euro. Wir schlagen uns okay. Und ich finde den Slot echt nett gemacht. Ich weiß, ich sage das recht oft, aber für einen Pragmatic-Slot ist es doch außergewöhnlich, da mir die meistens das Geld aus der Tasche ziehen, aber der Slot erinnert mich halt an Gates, wobei ich diese 50 und 100x Multidrops schon lieber sehe. Diese 3x Multis, die man in Gates meistens bekommt, sind halt für die Tonne. Da bekomme ich lieber in einen von 20 Spins halt einen guten Multi. Vielleicht jetzt oder auch nicht. 3 Scatter wären 5 extra Spins, die würde ich auch mitnehmen. Sonst könnte ein Multi auch kommen. Vielleicht wird es trotz der meisten Spins ein deutliches Minus-Feature. Ich meine, das ist gemein. 2 Multidrops, die ich nicht verbinde, das ist schon sehr frech. Und den verbinde ich wieder nicht. Es wird ein Minus-Feature. Und das mit richtig vielen Spins. Komm, Multi, bitte. Bitte einen Multi, das ist ein guter Tumble. 50x. 50x, 100x. Frech. Jetzt ein Multi. Komm, es wäre auch okay. Es wäre nicht so gut wie vorher, aber es wäre okay gewesen. Und der Multi ist wahrscheinlich ein bisschen wasted. Außer ich verbinde Blues. 75 Kicks ist auch okay. Das ist ein richtig guter Hit. 13.500 Euro. Bis jetzt die höchste Balance im Video. Wir nähern uns dem 40.000 Euro Bonus. Und das, obwohl ich das eigentlich ausgeschlossen hätte. Einen 18.000 Euro Bonus kann ich mir nicht leisten. Also muss es ein 16.000 Euro Bonus werden. Drück mir die Daumen. Vielleicht ist es der letzte für die All-In-Challenge. Ich sag's dir so, wie es ist. Früher oder später wird es ja doch recht riskant. Und dann ist mir das Geld halt ein bisschen zu schade. 16.000 Euro kann ich noch irgendwie mit mir vereinbaren, also gib mir einfach einen guten Tumble und gute Multis. Das wäre ein gutes Board. Reds, bitte einen Multi, komm. Oder nicht. Multi ohne Verbindung. Also gib mir jetzt nicht einen 0x-Bonus oder halt fast einen 0x-Bonus, es wäre bodenlos. Ich meine, 16.000 Euro sind eine Menge und von denen bekomme ich halt gar nichts. Ehrlich jetzt. €16.000 lösen sich in Luft auf, oder? Ja, die lösen sich in Luft auf. Das erinnert mich schon eher an Pragmatic. Ach du meine Güte, es ist eine bodenlose Frechheit. Ein 2000 Euro Bonus ist trotzdem noch drin. Den kaufe ich mir auch. Wenn ein guter Bonus kommt, ist es mir recht.
bräuchte jetzt schon ein richtig gutes Cluster. Ich meine, das ist ein Sechstel der vorherigen Bet-Size und da bringt mir dieser 1 € Tumble oder dieser 2 € Tumble halt auch wenig. Bräuchte ein richtig gutes Setup und vor allem dann ein paar Verbindungen. Sonst hauen wir das Restguthaben einfach auf das dritte Drittel oder im Dreamcatcher auf die 2. Wenn wir gewinnen, kaufen wir uns dann noch ein paar extra Features. Wenn es nicht so ist, dann halt nicht. Ich meine, ich kann daran eh nichts ändern. Der Multi wäre jetzt okay. Der kommt aber, so wie ich Pragmatic und ja, BC Game oder jedes Casino kennen, natürlich nicht. Es war ja irgendwie klar. Es kommt in den ersten 4-5 Spins eigentlich wenig. Ich meine, ich hatte einen 100x Drop, den ich schlecht verwundert. Jetzt wäre okay. Komm, 50x ist auch nicht so schlecht. Das sind 1250 Euro. Auch ein guter Tumble, wenn ich Greens verwende mindestens. Jetzt vielleicht Blues oder nicht. Bekommt zwar einen Profitbonus, hätte ich aber wesentlich lieber beim größeren Bonus gesehen und nicht bei dem 2000 Euro Feature. Aber das kann mir, glaube ich, niemand verübeln. Vielleicht wird es trotzdem gut. Ich meine, ich habe viele Spins über. Wenn ich 5000 Euro gewinne, haue ich das aufs dritte Drittel oder auf die 2 in Dreamcatcher. Das sehen wir dann. Wenn ich weniger gewinne, ist es halt auch so. Dann kaufe ich mir noch ein extra Feature oder was auch aufs dritte Drittel. Mir ist das eigentlich recht egal. Die All-In-Challenge ist eh schon fehlgeschlagen. Nach dem 16.000 Euro Bonus war halt Ende im Gelände und das haben wir auch gespürt. Dieser 500 Euro Gewinn auf einen 16.000 Euro Feature, das ist halt Pragmatic üblichen absolutes Desaster. Und eine bodenlose Frechheit vor allem. Da bringt mir dieser 50er Multi auch wenig. Sind 300 Euro, alles gut und recht, aber mit diesen Mini-Hits mache ich meinen vorherigen Verlust nicht gut. Mit einem 75x Multi wird es besser, das sind mal mindestens 3200 Euro. Die hauen wir nachher auf das dritte Drittel. Oder vielleicht auch nicht. Ich drücke einfach ein paar 100 Euro Spins durch und hole mir einen Bonus. Da hatte ich letztens recht viel Glück. Vielleicht kann ich es heute replizieren. Es wäre mir auf jeden Fall mehr als recht. 4 Scatter kommen mir nicht so unwahrscheinlich vor. 2 hätte ich schon mal. Ich brauche nur ein paar mehr. Gib mir einen Top-Bonus. Komm, einfach einen Top-Bonus, so ein Spin. Oder jetzt ein Multi. Oder einfach ein paar Scatter. Komm, 3 jetzt. Ein 2x, ja. Das ist halt eine Frechheit. Ist wahrscheinlich dasselbe wie in Gates. Das heißt, wenn ich hier diese Multis habe, kann ich keine Scatter kriegen. Und das gleiche gilt eigentlich umgekehrt. Das heißt, ich bräuchte entweder 4 Scatter oder einen guten Multi. Und dieser 2er Multi ist verschenkt. Da kommt dann auch kein Bonus. Ist eigentlich immer dasselbe Script in fast jedem Pragmatic Slot. Ich könnte die Chance auch mal erhöhen, das habe ich gar nicht gesehen. Naja, vielleicht bringt mir die Chance ja was. Ein 200 Euro Tumble sind auf jeden Fall ein paar extra Spins. Jetzt nicht viele extra Spins, aber ein paar extra Spins. Und 2 Scatter hatte ich jetzt ein paar Mal. Der Tumble ist auch okay. Da bräuchte ich halt einen 100er Multi, dann wären wir wieder im Geschäft. Sonst ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht ist das Glück ja bei mir. Das Spin der 10.000 Euro Bonus wäre auf jeden Fall gern gesehen, wenn die Chance hierfür halt bei 1% oder weniger liegt. So wie es aussieht, wird es nichts, oder? Also ich habe ein paar Spins über und ich bräuchte jetzt entweder 2 Scatter. Ja, ist so nicht drin. Sind zwar ein paar extra Spins, aber da hätte ich lieber ein paar Scatter gesehen. Also viel lieber. Ist gar keine Frage. Ein 100x Multi wäre okay. Kommt nicht. Greens verbinde ich nicht. Frech. Ein Scatter zu wenig. Jetzt kommt 4. Für eine erste gute Session. Wieder 3 Scatter. Jetzt 4, komm.
zwei Versuche oder drei Versuche haben wir noch, je nachdem, ob ich was verbinde oder nicht. Ja, es wird ein kleinerer Spin. Ich wäre mit einem 9000 Euro Bonus auch zufrieden. Der kommt, so wie es aussieht, aber nicht. Schade eigentlich, es lief zwischenzeitlich echt richtig gut und ja, zu Ende halt wieder schlecht. Man kennt es ja. Ich hatte trotzdem eigentlich viel Spaß. Da es mich nicht super viel gekostet hat, war es auch ein verhältnismäßig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Lasst liebend gern ein Like und ein Abo da. Vielleicht probiere ich mich mal wieder an Santa's Great Gifts und vielleicht auch direkt mit ein paar größeren Features, wobei ich das natürlich spontan entscheide. Aber genug dazu. Cheers!